In Bonn sah man die ersten Soldaten der Bundesrepublik. Verteidigungsminister Theodor Blank hielt in der großen Kraftwagenhalle der Ermekeil-Kaserne eine Ansprache an die Freiwilligen. Die drei Sterne-Generale Heusinger und Speidel erhielten zusammen mit 99 anderen Soldaten die Ernennungsurkunden. Damit wurde der erste Schritt zur neuen Bundeswehrmacht getan. Etwa 2000 Freiwillige, Offiziere und Unteroffiziere des Heeres kamen in Andernach an. Hier werden sie in 4 Lehrkompanien ausgebildet. Die Zeiten haben sich geändert. Heute heißt es nicht mehr, die Mütze passt, der Kopf ist zu klein. Es wird genau gemessen. Von Kopf bis Fuß ist die Einkleidung individuell und sorgfältig. Die neuen Soldaten sollen sich wohlfühlen. Drei Monate wird die Ausbildungszeit dauern, dann werden die Schüler zu Lehrern der nächsten Freiwilligen. Um dieselbe Zeit flogen vom Flughafen Düsseldorf-Lohhausen 40 deutsche Offiziere in ihrer neuen Uniform nach den Vereinigten Staaten. Diese Soldaten technischer Einheiten sollen in den USA mit den modernsten Waffen vertraut gemacht und ausgebildet werden. Das Verteidigungsministerium in Bonn präsentierte die neuen Uniformen für die künftige Wehrmacht. Der Kampfanzug ist eine Spezialkleidung mit Tarnaufdruck. Das amerikanische Vorbild war maßgebend für den Stahlhelm. Der sogenannte Arbeitsanzug ist eine zweckmäßige Kombination aus leichtem Baumwollstoff. Das Kennzeichen der Luftwaffe ist eine silberne Schwinge. Das Heer trägt gekreuzte Säbel. So sieht ein künftiger Hauptmann aus und kaum verändert zeigt sich die Marine. Die ersten Waffen für die Ausbildung der Heereseinheiten trafen in Andernach ein. Dann erhielt die Garnisonsstadt hohen Besuch. Der Bundeskanzler kam zur Begrüßung der Freiwilligen des Heeres, der Luftwaffe und der Marine. Moin, Soldat! Nach dem Abschreiten der Front sprach Bundeskanzler Adenauer zu den Männern der Lehrkompanien, die den Stamm der neuen Wehrmacht bilden sollen. Soldaten, Sie stehen vor einer Aufgabe, die durch manche Schatten der Vergangenheit und Probleme der Gegenwart besonders schwierig ist. Das deutsche Volk erwartet von Ihnen, dass Sie in treuer Pflichterfüllung Ihre ganze Kraft einsetzen für das über allem stehende Ziel, in Gemeinschaft mit unseren Verbündeten den Frieden zu sichern. In Bremen-Grohn wurde eine Abteilung freiwilliger Rekruten der Panzerjäger und der Panzeraufklärung feierlich vereidigt. Ich schwöre, der Bundesrepublik Deutschland, treu zu dienen, und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes, tapfer zu verteidigen, so wahr mir Gott helfe. Ich möchte zunächst ein Bekenntnis ablegen, und zwar dahin, dass ich glaube, keiner sehnlicher im Hause wie ich wünscht eine kontrollierte allgemeine Abrüstung zur Bewahrung des Friedens in der Welt. Ich glaube, für mich beanspruchen zu können, dass ich, so wie nur irgendeiner hier im Hause, ein Gegner des Krieges bin. Aber, meine Damen und Herren,
Man muss doch die Welt realistisch sehen. Der Führer der Opposition, Erich Ollenhauer, erklärte: Den Schritt, den Sie jetzt unternehmen, nämlich die Bundeswehr auf der Grundlage der allgemeinen Wehrpflicht aufzubauen, den Schritt unternehmen Sie unter Bedingungen, den wir als sozialdemokratische Opposition auf das Tiefste beklagen. Dann kam die Abstimmung. Die leidenschaftlich umkämpfte Gesetzesvorlage wurde mit den Stimmen der Regierungskoalition in den frühen Morgenstunden angenommen. In Mittenwald waren die ersten Wehrpflichtigen zur feierlichen Gelöbnisabnahme angetreten. Verteidigungsminister Strauß unterstrich die Verpflichtungen der bundesdeutschen Soldaten. Der demokratische Staat muss diese Pflicht seinen Bürgern auferlegen, damit er in der Lage ist, die Rechte und die freiheitliche Lebensordnung dieser Bürger zu bewahren. Der Divisionskommandeur nahm das Gelöbnis ab. Ich gelobe, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen. Der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen. Und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. Und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. Helm ab! Zum Gebet! Die erste Heeresoffizierschule der Bundeswehr wurde in Hannover eröffnet. Nach der Übergabe durch den Leiter der Abteilung Heer im Verteidigungsministerium, Generalmajor Legeler, sprach der erste Kommandeur der Schule, Brigadegeneral Gethke. Schaffen Sie sich für Ihr Handeln einen festen Standpunkt, in dem Sie sich zu Ihren Verantwortungen bekennen. Ich verstehe darunter drei sehr ernste Verpflichtungen. Erstens die Verpflichtung gegenüber Gott. Zweitens die Verpflichtung gegenüber Ihrem Volk und Staat. Und drittens die Verpflichtung gegenüber Ihren Soldaten. In der Generaloberst Ludwig Beck Kaserne in Sonthofen wurde eine Schule der Bundeswehr eröffnet. Zusammen mit amerikanischen Ausbildern waren 300 höhere Offiziere angetreten. Verteidigungsminister Blank, Bayerns Ministerpräsident Högner und Generalleutnant Speidel begrüßten die ersten Teilnehmer eines Lehrganges, der die Offiziere mit den heutigen strategischen Planungen und mit den geistigen Grundlagen des neuen Soldatentums vertraut machen soll. Ein Vorbeimarsch mit klingendem Spiel beendete den ersten Tag in der Schule der Bundeswehr. Würwig, die traditionsreiche deutsche Marineschule, hatte einen großen Tag. 55 Kadetten wurden zu Fähnrichen befördert und 68 Fähnriche erhielten zum ersten Mal in der jungen Geschichte der Bundesmarine von Verteidigungsminister Strauß ihre Ernennungsurkunde zum Leutnant zur See. Natürlich wollte man von diesem Ereignis ein Andenken haben und der Fotograf produzierte sich als Lichtbildner alter Schule.
In Anwesenheit von General Heusinger liefen 52 Schiffe mit 1500 Mann zur ersten Flottenübung der Bundesmarine nach dem Kriege aus. 1000 Seemeilen lang war die Fahrt durch die Gewässer des Kattegats und des Skagerraks. Während der einen Woche wurde bei dem Unternehmen Seewolf alles durchgespielt, was die moderne Seekriegführung verlangt. Und da die Übung zugleich eine Generalprobe für die nächsten NATO-Manöver in der Nordsee war, wurde ein strenger Maßstab angelegt. Im Raum Holzminden fand ein Manöver der Bundeswehr statt. Die Freiwilligen eines Pionierbataillons zeigen Ausschnitte ihrer Ausbildung. Dann wird eine Landungsübung mit Schlauchbooten vorgeführt. Aus einem Brückenkopf stoßen die Soldaten gegen einen angenommenen Gegner vor. Alle Möglichkeiten des Einsatzes werden hier durchgespielt. Eine Übung der Bundeswehr wurde zur Tragödie. 33 Luftlandesoldaten sollten die Iller bei Hirschdorf durchqueren. Mitten im Fluss wurden 19 von ihnen vom reißenden Wasser erfasst und fortgeschwemmt. Nur für 4 gab es noch eine Rettung. Einer wurde von seinen Kameraden tot geborgen. Bundeswehreinheiten wurden sofort alarmiert. Aller Einsatz, alle Mühe aber blieb vergebens. Noch 2 Tage später war es nicht gelungen, die Vermissten zu bergen. Die ersten 30.000 deutschen Soldaten wurden in Marburg der NATO unterstellt. Oberbefehlshaber General Norstadt und General Heusinger besichtigten Abordnungen dieser 3 Divisionen. In seiner Ansprache erinnerte General Norstadt an die Prinzipien des Nordatlantikpaktes, Freiheit und Sicherheit der Völker zu erhalten. Dann übernahm er die deutschen Truppen. It is in this spirit and for these purposes that I accept these troops, represented so well here today by the fine detachments now before us. Die Feierstunde endete mit dem Hissen der NATO-Flagge und mit den Klängen des Deutschlandliedes. In Mainz waren Einheiten von 9 der 15 NATO-Länder zur Jubiläumsparade angetreten. Denn die Nordatlantische Verteidigungsgemeinschaft beging den 10. Jahrestag ihrer Gründung. Mit klingendem Spiel defilierten die Soldaten an den Generalen Norstadt und Valois und am Bundesminister von Meerkatz vorbei. Die Bundeswehr.
diesem Staatsbesuch, an dem auch Italiens Außenminister Martino teilnahm, wurde die deutsch-italienische Freundschaft bekräftigt. Die Staatsmänner beider Länder waren sich einig, dass es bei Meinungsverschiedenheiten in der internationalen Politik nur friedliche Regelungen geben dürfe. In allen Völkern der Welt hat der Soldat eine geachtete Stellung. Bei uns soll er von Überschätzung ebenso wie von Diffamierung frei sein und soll sich der Aufgabe widmen können, die ihm gestellt ist, dem Schutz der Nation zu dienen. Haben Sie Vertrauen zu Ihren Soldaten, haben Sie Vertrauen zu Ihren Offizieren.